Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren, die Mieten sind gestiegen, bezahlbarer Wohnraum fehlt, alles klar, hat jeder gesagt, sind wir uns einig, Diagnose stimmt, das ist nicht besonders. Aber die Gründe, die im SPD-Antrag genannt werden, die sind besonders interessant. Ich darf zitieren, Absatz 2 Ihres Antrages, der SPD, heißt es, Gründe für den Mangel des bezahlbaren Wohnraums sind, dass die Bevölkerung von 2009 bis 2016 deutlich gewachsen ist, mutmaßlich eher seit Ende 2015 sogar besonders. Mehr Menschen in die Ballungsräume ziehen und zeitgleich zu wenige Wohnungen neu gebaut werden. Okay. Und jetzt etwas verschwurbelt von Ihrer Seite wieder. Um diesen Entwicklungen und ihren negativen sozialen und stadtentwicklungspolitischen Konsequenzen entgegenzuwirken, sind die Bundesregierung, die Länder und Kommunen gemeinsam gefordert, Abhilfe zu schaffen. Die negativen sozialen und stadtentwicklungspolitischen Konsequenzen, meine Damen und Herren, das ist Realsatire feinster Sorte. Etwas subtil, aber wunderbar erkannt. Diese negativen Konsequenzen durch Millionen Versorgungssuchende aus Afrika und dem Nahen Osten, meine Herren, meine Damen, die haben Sie verursacht. Sie haben die Leute eingeladen und dann frage ich mich, wieso das jetzt auf einmal negativ sein soll. Wo bleibt die Dankbarkeit für die bunte Vielfalt in den Städten? Sie sorgen ganz massiv dafür, dass Wohnraum knapp ist und ganz viele Leute, die eben vielleicht nicht das Einkommen eines Abgeordneten haben, schwierig an Wohnungen kommen. Das ist egal wo, auf dem Land und in der Stadt. Dann gehen Sie noch auf die Wohnraumförderung ein und da muss ich sagen, bin ich auch ganz begeistert von, und da lassen Sie mir das Wort ruhig zu, von dem Kartell der Parteien hier, dass sie alle für sozialen Wohnraum sind. Das ist das Unsozialste überhaupt. Soziale Wohnraumförderung geht voll am Ziel vorbei. Für wen ist das gedacht? Es sollen doch Leute dort untergebracht werden, die unter gewissen Einkommensgrenzen liegen. Wir haben eben von Herrn Klocke gelernt dürfen, dass das auf die Hälfte der Einwohner Nordrhein-Westfalens zutreffen soll. Auf die Hälfte. Wenn das wirklich so wäre, wenn das so wäre, dann wäre es ein großartiges Zeichen für die gescheiterte Wohnungspolitik der letzten Jahre. Irre, wenn 40-50% darauf angewiesen sein sollten, wirklich in sozialen Wohnraum zu wohnen. Aber, und dann raten Sie mit mir, wie viele Leute, die in sozialen Wohnraum geförderten Bauten wohnen, wie viele Leute wohnen denn unberechtigt dort? Also, welche Wohnungen sind fehlbelegt? Wie viel Prozent sind fehlbelegt? Herr Paul, wenn Sie anschauen, sozialer Wohnraum, da dürfen bestimmte Leute drin wohnen, wenn die bestimmte Schwellen des Einkommens überschreiten, der Lehramtsreferendar, der darf da einziehen, der junge Lehrling. Und irgendwann wachsen die Leute mit ihren Einkommen aus diesen Schwellen heraus. Sie verdienen einfach zu viel, um diesen geförderten Wohnraum zu nutzen. Wie viele Wohnungen sind fehlbelegt? Ich erlöse Sie, über 50%. Die Hälfte der Wohnungen, die sozial gefördert werden, sind fehlbelegt. Das ist unsozial par excellence. Das ist ein völlig verkehrtes Instrument, das hat auch jahrelang nicht geklappt. Insofern spricht die AfD sich schon seit Anfang an sehr deutlich, und ich meine auch die FDP vor einiger Zeit, aber es ist irgendwie vergessen worden, für Wohngeld aus, für einen breiten Ansatz beim Wohngeld, für mehr Menschen, für niedrige Schwellen und dass man da die Leute fördert, die das Geld wirklich brauchen. Und wenn die dann zu viel verdienen irgendwann und nicht mehr förderungswürdig sind, dann kriegen sie kein Wohngeld mehr. Das ist zielgerecht gesteuerte Sozialpolitik im Wohnungsmarkt. Und dann noch ganz kurz zu dem Thema Eigenheimförderung. Sie sprachen davon, dass das ja gar nicht so sinnvoll sei, weil eigentlich wollen die Leute das ja gar nicht. Sie wollen es, aber sie wissen noch nicht, dass sie es eigentlich nicht wollen. Das ist SPD- und Grünen-Politik nach dem Motto, sie wissen, was der Bedarf ist. Auch da der Hinweis von unserer Seite, die Leute wissen ganz gut, was ihr Bedarf ist. Und wenn sie dann sagen, das sei keine sichere Altersvorsorge, das sei vielmehr Altersarmut in der Zukunft, dann sei der Hinweis erlaubt, dass nicht der Wiederverkauf nach einer Nutzung 20, 25 Jahre bei den meisten im Vordergrund steht, sondern das mietfreie Wohnen im Alter. Und das ist ein Riesenmehrwert, sicher zu sein, im Eigentum leben zu können, mietfrei. Das ist ein Riesenmaßstab für die Menschen. Und vielleicht macht die SPD sich neuerdings Gedanken um die Erbengeneration, die nicht genug bekommt, wenn das Häuschen verkauft wird, wenn die Eltern weg sind. Meine Damen und Herren, wir haben uns klar ausgesprochen für ein anderes Modell. Das ist eine systematische Frage für mehr Wohngeld. Das schafft Wohnraum, das ist sozial. Aber natürlich stimmen wir der Überweisung in Ausschuss zu. Vielen Dank.